Ja, meine Damen und Herren, und ich glaube, nie war es, danke, er kann alles heute, er kann alles. Nie war es berechtigter und toller in dieser Saison wie heute. Einen dicken, fetten Applaus. Primož Prost, Jakob Bagerstedt und Derby-Sieger, Meisterbesieger, Löwenbändiger. Oh Gott, mir fällt jetzt nichts mehr ein. Ich muss noch mal kurz darüber schauen. 28, 26, zwick mich mal. Tatsache. Ey, komm, ehrliche Antwort. Wer von euch hätte das gedacht? Hand hoch. Lügner, 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 Lügner. Du, natürlich, du musst. Und du auch, ja. Wie geht's Ihnen? Ich habe nichts gehört. Wie geht's euch? Nochmal, wie geht's euch? Primož, Jakob, wie geht's euch? Sehr gut. Sehr gut. Ich sag's ganz ehrlich, ich mache das jetzt seit zwei Jahren, aber heute ist es, boah, bin fix und fertig, 60 Minuten hier. Primož, gegen die Löwen gewinnen, ist was ganz Großes, oder? Wie nimmt man so ein Spiel mit, viele Emotionen, du hältst 7 Meter, alles läuft, die Halle tobt. Sag mir mal, wie hast du heute die 60 Minuten gesehen? Ja, ich denke, es war mein erster Sieg gegen Löwen. Wir haben, ich denke, einmal unentschieden gespielt und jetzt ist erstes Mal Sieg und ist richtig schön. Aber ich denke, heute war richtig schwer. Wir haben gekämpft 60 Minuten. Bis jetzt haben wir immer so in Intervall gespielt, 40, 45 Minuten gut, aber heute ganzes Spiel. Und ich denke, das ist schon richtig für uns. Aber ich denke, die ganze Halle hat heute gebrannt. Abwehr war gut, Angriff war gut, Bank war gut, alles läuft gut. Und wenn du willst gegen solche Mannschaft gewinnen, dann muss alles läuft. Und heute war unser Tag. Also, jetzt sehen wir ihm mal vor, ja, das wäre jetzt schwäbisch in der Bart knuschelt. Ja. Also, nächstes richtig schön dran, weil ich denke mal, niemand hat das heute mehr verdient wie du, dass man das, was du sagst, auch gut versteht. Jakob. Gegen die Löwen gewinnen, was ist das für ein Gefühl? Ja, erstmal guten Abend. Das ist natürlich ein super Gefühl. Leider ist das so, dass wir können das nur ein paar Stunden genießen und dann geht das Vorbereitung weiter wegen Samstag und das ist natürlich ein bisschen schade, aber trotzdem muss ich sagen, dass heute war das nicht nur das Spiel, war Spaß zu spielen, auch die Atmosphäre hier war so wie immer gut, aber am Ende hat man das gemerkt, das Dach war fast ganz, ganz oben und das merken wir als Spieler sehr, sehr deutlich auf dem Spielfeld und ja, das ist so ein schönes Gefühl. Dann kann man gut schlafen heute. Ja, Primož, Jakob hat das gerade gesagt, das Dach ging so ein bisschen nach oben. Ich denke, das war heute vergleichbar mit EHF Final Four hier am Ende die Halle. Das war ja Lautstärken, Pegel unendlich, oder? Kriegt man das als Spieler mit, wenn es hier in der Halle so richtig bumst? Ich denke schon, heute war eine überragende Atmosphäre und ja, war schon, ich denke, mehr als in Final Four und ja, war auch, du schlag nicht jedes Mal deutsche Meister und das war heute eine schon riesen Sieg, wo ich denke, ganz frisch auf. Ich weiß jetzt, wenn ich Primož frage, dann antwortet er sehr verhalten, aber ich nehme jetzt mal nicht nur das Spiel heute, ja, ich nehme auch das Spiel gegen Magdeburg schon in Leipzig und natürlich heute, zig Paraden, 3-7 Meter gehalten, haben wir ein Torwartproblem? Nein, das finde ich natürlich nicht. Ich bin sehr froh, dass Primož 2 Hände und 2 Beine mitgebracht heute habe und
ja, einfach das weiter so machen, dann ist das für die Zukunft sehr, sehr gut. Ja, also ich denke, das Thema können wir heute einen dicken Haken hinten dran setzen, nicht nur wegen heute, auch wegen der letzten Wochen. Primoz, aber wir müssen auch nach vorne schauen. Am Wochenende geht's nach Norwegen. Für das Selbstvertrauen, für das Feeling in der Mannschaft, wie wichtig ist heute der Sieg, um diese Gruppenphase im EHF-Pokal zu erreichen? Ja, ich denke, voll Selbstvertrauen ist dieser Sieg schon richtig. Aber ja, jetzt müssen wir schnell regenerieren. Morgen, wir fliegen schon nach Norwegen und es ist auch ein richtiges Spiel. Ist auswärts, wir haben nicht gut gespielt hier in Göppingen, aber ich denke, mit solcher Leistung ist dann keine Frage. Aber wir müssen noch einmal so spielen und bringen dann EHF oder Gruppenphase dann zurück in Göppingen von Februar. Ja, da setzen wir natürlich alle drauf, dass dieser Schritt in den EHF-Pokal gelingt. Jetzt war das natürlich auch, jetzt wollen wir uns nicht ganz blenden lassen von dem Sieg heute. Es waren die Punkte 10 und 11. Es kommen jetzt auch in der Liga zwei wichtige Spiele in Nettelstedt. Heute in der Woche, am Donnerstag und am 10. Dezember dann hier gegen Erlangen. Wie kriegt ihr den Schwung von dem heutigen Spiel mit, um die Punkte zu holen und euch in der Tabelle einfach von unten wegzuschieben und nach oben ein bisschen Anschluss zu kriegen? Ja, also jetzt mache ich wahrscheinlich eine langweilige Antwort. Samstag ist im Moment das wichtigste Spiel und da müssen wir erst alles reinschmeißen, weil das ist ein großes Ziel. Nicht nur wir als Mannschaft, aber die ganze Verein und Stadt wahrscheinlich. Und dann ja, dann sollen wir das schaffen, hoffe ich auf jeden Fall. Und dann kommen wir weiter in Bundesliga und ja, wie du gesagt, wir haben uns selber unter sehr viel Druck gesetzt wegen vielen Punktverluste. Deswegen ist die zwei nächste Spiele in der Bundesliga auch ja, sehr wichtig und wir müssen natürlich versuchen, die Stimmung und das Selbstvertrauen von heutigen Spielen mitzubringen. Und das können wir schon am Samstag anfangen, weiter so aufbauen in unser Spiel, in alle Facetten. Ja, meine Damen und Herren, so ist es, wenn man zwischen zwei Vollbärtigen steht, ja. Jetzt würde ich ja sagen, wenn ihr Kiel daheim auch noch packt, dann lasse ich mir auch einen Bart über die EM-Pause wachsen, aber ich glaube, meine Frau ist dagegen. Deswegen lassen wir das. Ich frisch auf und ich denke, alle hier bedanken sich für einen grandiosen Abend, der nie so zu erwarten war. Und genauso wie es heute ein Highlight war, kann es gut sein, dass es am 10. Dezember schon wieder ein bitterer und böser Arbeitssieg wird. Und da brauchen wir aber genau diese Atmosphäre, um gegen Erlangen weitere zwei wichtige Punkte zu holen. Und drücken Sie uns die Daumen in Norwegen für heute. Ich glaube, heute geht keiner unzufrieden nach Hause, außer er hat irgendwas Gelbes an. Von daher, wir wünschen Ihnen eine schöne Zeit. Drücken Sie uns die Daumen bei den Auswärtsaufgaben. Am 10. Dezember, 12.30 Uhr hier EWS Arena. Pflichttermin. Frisch auf Männer gegen Erlangen. Bis dahin, kommen Sie gut in den Advent. Dankeschön, war geil heute.